In Ägypten beginnt das Zeitalter der großen Pyramiden. Ein neuer Pharao besteigt den Thron. Um seine Macht zu sichern, heiratet er seine Schwester, führt Feldzüge und reformiert den ägyptischen Staat. Der Königshof konnte nicht alles allein verwalten. Als einziger Pharao lässt er drei Pyramiden bauen. Für die Erbauer ging es dabei um Leben und Tod. Tief in der ägyptischen Wüste ragt eine Steinpyramide über 100 Meter in die Höhe. Die rote Pyramide von Dahchschur mit einer Masse von 1,7 Millionen Kubikmetern Stein. Sie gilt als erste glattflächige Pyramide Ägyptens, errichtet im Auftrag des Pharaos Snofru. Im Ägyptischen Museum in Kairo erforscht Ägyptologin Salima Ikram den größten Bauherrn des Alten Reichs. Diese Statue von Snofru stammt aus seinem Tempel in Dahchschur. Er trägt die Krone Oberägyptens. Die Statue war ursprünglich bemalt, an den Augen erkennt man noch Farbreste. Heute ist Snofru nur wenigen ein Begriff. Dabei führte er wichtige Innovationen im Pyramidenbau, der Staatsführung und anderen Bereichen ein. Warum lässt Snofru drei Pyramiden bauen? Und was hat sein Ehrgeiz mit der Kulturrevolution in Ägypten zu tun? Die Antworten liegen 4600 Jahre zurück. Als Snofru heranwächst, ist die Stufenpyramide in Saqqara die einzige Pyramide in ganz Ägypten. Erbaut wird sie nur wenige Jahrzehnte zuvor, unter König Djoser. Unter seiner Herrschaft blüht Ägypten auf. Er revolutioniert das Regierungssystem und wagt sich architektonisch nach vorne. Mit der Stufenpyramide läutet er das Zeitalter der Pyramiden ein. Der junge Snofru ist beeindruckt von dem imposanten Bau. Vielleicht erwächst in dieser Zeit schon sein Wunsch, eine noch größere Pyramide zu bauen. Ein ehrgeiziger Wunsch, denn Snofru hat keine Aussicht auf den Thron. Einige Ägyptologen vermuten, er sei der Sohn einer Nebenfrau von König Huni. Damit wäre er kein direkter Thronfolger. Es kommt zu erbitterten Thronkämpfen zwischen den Kindern der verschiedenen Haupt- und Nebenfrauen. Jeder will seinen Anspruch legitimieren. Wenn er nicht der älteste Sohn oder womöglich nicht mal Teil der Königsfamilie ist, muss er eine gute Geschichte haben. Einen Grund für seinen Thronanspruch. Niemand weiß, wie es ihm schließlich gelingt, Pharao zu werden. Um seinen Machtanspruch zu festigen, heiratet er eine Frau mit zweifelsfrei königlicher Abstammung. Hetepheres ist die Tochter von König Huni und seiner Hauptfrau. Und damit vermutlich Snofrus Halbschwester. Ein cleverer Schachzug. Die Geschwisterehe stärkt Snofrus Herrschaftsanspruch und schützt das göttlich-königliche Blut.
Seit der frühdynastischen Zeit werden die Könige als Inkarnation des Falkengottes Horus gesehen. Königin Hetepheres trägt den Titel Tochter Gottes. Die Königin gilt als Personifikation der Göttin Hathor. Hathor und Horus sind ebenfalls Geschwister und Kinder des Sonnengotts Re. Geschwisterehe ist kein Tabu. König und Königin treten zusammen auf und haben eine große politische und religiöse Bedeutung. Snofru und Hetepheres herrschen gemeinsam. Die Frauen im alten Ägypten haben mehr Macht als ihre Zeitgenossinnen in anderen Kulturen, vor allem die Königinnen. Viele von ihnen haben aktiv mitregiert, manchmal im Hintergrund, manchmal gleichberechtigt an der Seite ihrer Männer. Ihre Hauptaufgabe bleibt dennoch, einen männlichen Nachkommen zur Welt zu bringen. Ägypten besteht damals aus Verwaltungsbezirken, sogenannten Gauen. Jeder Bezirk hat eine eigene Hauptstadt. Darüber hinaus gibt es unzählige Dörfer und Bauerngemeinden im Niltal. Ein Gau besteht aus der Bezirkshauptstadt und den umliegenden Dörfern. Die zentrale Macht liegt beim Pharao. Die Wirtschaft ist zentralisiert. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wird in die ägyptische Hauptstadt geliefert. Die meisten Ägypter führen ein einfaches, karges Leben. Und sie müssen Steuern zahlen, Getreide und andere Naturalien. Schon bald ist Snofru so reich, dass er den Bau seiner Pyramide beauftragen kann. Er ruft Nefermat zu sich und ernennt ihn zum Visier, dem zweitmächtigsten Mann im Land. Manche munkeln, Nefermat sei Snofrus Sohn. Ein Visier ist sowas wie ein Premierminister, dem alle anderen Minister unterstehen. Snofru versucht offenbar, die wichtigsten Ämter im Land in der Familie zu halten. Er will die Macht an sich binden. Sie auf zu viele fremde Personen zu verteilen, hätte seine Herrschaft gefährdet. Nefermat ist mächtig und trägt große Verantwortung. Er bekommt eine gewaltige Aufgabe. Snofru beauftragt den Visier mit dem Bau eines Grabmals, das Djosers Stufenpyramide in den Schatten stellt. Die ist mit 6 Stufen und 62,5 Metern Höhe das höchste Bauwerk der Welt. Snofrus Pyramide soll 8 Stufen bekommen und 30 Meter höher sein. Man kann es als Wettkampf sehen. Jeder Pharao versucht, seinen Vorgänger zu übertrumpfen. Snofru wusste, je größer seine Pyramide ist, desto länger würde man sich an ihn erinnern. Er will etwas Neues schaffen, etwas Aufregendes, Größeres, Besseres und Perfekteres als alle vor ihm.
Djosers Stufenpyramide steht in Saqqara. Snofru errichtet seine Pyramide 70 Kilometer weiter südlich in Meidum. Nefermat steht ein Mammutprojekt bevor. Um eine Pyramide von solchem Ausmaß zu errichten, braucht er ein ganzes Heer von Arbeitern. Viele von ihnen werden zwangsverpflichtet. Snofru präsentiert sich als gerechter Herrscher, der dem Land Ordnung und Wohlstand bringt. Er ändert seinen Namen zu Neb Ma'at, Herr der Ma'at. Ma'at ist das Konzept für Wahrheit oder Gerechtigkeit, für eine harmonische Weltordnung. Die wichtigste Aufgabe des Pharaos ist es, die Ma'at zu bewahren. Denn das Weltbild der Ägypter ist geprägt vom Kampf zwischen Ordnung und Chaos. Die Ma'at ist das Gegenteil von Chaos. Sie steht für Ordnung und damit über allem. Mit dem Namen Herr der Ma'at drückt der König aus, dass unter ihm Ordnung und Gleichgewicht herrschen werden. Snofrus Botschaft ist klar. Entweder sie gehorchen ihm, oder sie bringen die gesamte Weltordnung durcheinander. Und das will sein Volk lieber nicht riskieren. Der Pyramidenbau erhält dadurch eine weitere Bedeutung. Die alten Ägypter glauben, indem sie beim Bau des Königsgrabs helfen, tragen sie zur kosmischen Ordnung bei. Man könnte sagen, Snofru lebt mit dem Pyramidenbau buchstäblich seinen Namen aus. Er ist der Herr der Ma'at, der kosmischen Ordnung. Und es gibt noch eine Besonderheit. Pyramiden werden errichtet, damit der König nach dem Tod auferstehen und zu den Göttern aufsteigen kann. Und damit er seine ganze Gemeinschaft mitnehmen kann, ganz Ägypten also. Es ist eine Ideologie. Für die Ägypter ist der Pharao ein lebender Gott. Und sie hoffen, vor allem die Arbeiter, dass er sie in sein Königreich im Jenseits mitnimmt. Leben und Tod sind für die alten Ägypter eng verknüpft. Deshalb sind sie geradezu besessen von Gräbern. Nefermats Arbeiter profitieren vom Know-how der ersten Pyramidenbauer und kommen schnell voran. Nach nur 7 Jahren ist die Pyramide fast fertig. Nefermats Werk, die Meidum-Pyramide, ist die größte ihrer Zeit. Sie ist ganze 8 Stufen hoch. Heute fallen sofort die Überreste der gewaltigen Stufen auf. Am Fuß der Pyramide befindet sich ein Ring aus Schutt. Es ist die Ruine des Pyramidenkerns, die 65 Meter in die Höhe ragt. Bei ihrer Vollendung ist die Meidum-Pyramide über 90 Meter hoch. Doch nachdem sie in der Antike teilweise einstürzt, kommt es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zu systematischem Steinraub. Ursprünglich ein gigantisches Monument. Gerade gut genug für einen Gottkönig.
Meidum ist der Anfang und schon immer als Stufenpyramide geplant. Doch nach einiger Zeit findet Snofru sie nicht mehr angemessen. Snofrus neue Vision ist eine gigantische Herausforderung. Nefermat soll eine noch größere Pyramide bauen. Diesmal nicht mit Stufen, sondern mit glatten Seitenwänden. Damit wäre sie die erste echte geometrische Pyramide. Eine revolutionäre Idee. Um den Wunsch des Pharaos zu erfüllen, beginnt Nefermat bei Null. Standort der neuen Pyramide soll Dahschur werden, in der Nähe von Meidum. In dieser Gegend wird der feine Tura-Kalkstein abgebaut, den der Wesir für die Verkleidung des Mauerwerks braucht. Die äußeren Steine müssen möglichst glatt sein. Das bedeutet zusätzliche Arbeit im Steinbruch und bei der Bearbeitung der Steine. Auf der Baustelle herrscht reger Betrieb. Und auch in Meidum werden die Arbeiten fortgesetzt. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sollte der Pharao versterben, wäre so zumindest schon mal eine Pyramide fertig gewesen. Gleich zwei monumentale Bauwerke an weit voneinander entfernten Orten zu errichten, muss eine unvorstellbare Anstrengung sein. Diese beiden Megabaustellen gleichzeitig zu betreiben, ist für Snofru und den Visier Nefermat eine logistische und architektonische Herausforderung. Der Ressourcenaufwand ist enorm. Sie brauchen jede Menge Arbeitskräfte und Baumaterial für diese Projekte. Es geht nicht nur um das Erbauen der Pyramide. Es wird eine riesige Infrastruktur benötigt. Eine Herausforderung für den König. Also gründet Snofru Domänen. Landwirtschaftliche Güter, deren Erträge in den Pyramidenbau fließen. Die Domänen versorgen die Baustellen mit Nahrung, Bier und allem anderen, was die Arbeiter benötigen. Unter Snofru steigt die Zahl der Domänen im Nildelta sprunghaft an. Für seine Projekte braucht er nicht nur Baumaterial, sondern auch Ackerland, Rinderherden und all die Menschen, die den Betrieb am Laufen halten. Bauverlauf und Ressourcen müssen präzise koordiniert werden. Nahrungsmittel, Baumaterial, Meißel, Hämmer, Kalkstein. Der König verpflichtet zahlreiche Beamte, die ihn bei der Verwaltung unterstützen sollen. Die Bürokratie wächst und der Staatsapparat wird komplexer. Die Mitglieder des Königshofs können nicht mehr alles allein kontrollieren. Seine Schreiber rekrutiert der König aus sämtlichen Gesellschaftsschichten. Für einige eine Chance zum sozialen Aufstieg. Die Grabkammer eines hohen Beamten liefert den Beweis. Seine Lebensgeschichte macht die Umgestaltung der Verwaltung deutlich. Ende des 19. Jahrhunderts stößt der deutsche Ägyptologe Karl Richard Lepsius in Saqqara auf eine intakte Grabkammer. Hieroglyphische Inschriften im Inneren geben Aufschluss über die Biografie des Grabherrn. Sein Name ist Metjen.
Heute befindet sich die in Saqqara gefundene Grabkammer im Ägyptischen Museum in Berlin. In Beamtengräbern findet man oft eine Aufzählung von Titeln. Aber in Metiens Grab wird sein ganzes Leben geschildert. Metien wächst weit entfernt vom Prunk des königlichen Palastes auf. Wahrscheinlich in einem Dorf im Nildelta. Sein Vater ist Richter. Er sorgt dafür, dass sein Sohn eine gute Ausbildung erhält. Metien lernt Lesen, Schreiben und Buchführung. Schreiben zu können war hoch angesehen. In einem überlieferten Text heißt es: Liebe das Schreiben mehr als deine Mutter, denn es ist der höchste aller Berufe. Als Schreiber hat man gute Aussichten auf einen Posten als Staatsbeamter. Denn nur wenige konnten damals lesen und schreiben. Zunächst arbeitet Metien als Schreiber oder Vorsteher in einem Vorratslager. Ein kleines Rädchen im großen Getriebe des Pyramidenbaus. Offenbar macht er Eindruck auf seine Vorgesetzten. Schon bald wird er von der herrschenden Elite, vielleicht sogar einem Mitglied des Hofes, zum Richter befördert. Er ist dafür verantwortlich, das Land zu vermessen und die Grenzen der Felder festzulegen. Eine wichtige Aufgabe in einem vom Ackerbau lebenden Staat. Die nächste Beförderung lässt nicht lange auf sich warten. Metien wird Verwalter der Stadt Xois, auf einer Insel im Zentrum des Nildeltas. Sein erster hoher Beamtenposten. Offenbar konnte ein Verwalter mehreren Bezirken gleichzeitig vorstehen. Snofru belohnt die Loyalität von Beamten wie Metien, indem er ihnen Ländereien zuweist. Der Pyramidenbau verändert die Verwaltung des ägyptischen Staates. Der König versucht weiterhin, so viel Macht wie möglich in der Familie zu halten. Gleichzeitig brauchte er aber neue Kontrollmechanismen für die steigende Anzahl an nichtköniglichen Verwaltern und Beamten, deren Macht in den Provinzen stetig zunahm. Die gesellschaftlichen Umbrüche werden von Innovationen im Pyramidenbau begleitet. Snofrus neue Pyramide unterscheidet sich nicht nur äußerlich von ihren Vorgängern. Nefermats Baupläne sehen eine Grabkammer tief unter der Pyramide vor. So wie es damals üblich ist. Doch erneut bricht Snofru mit der Tradition. Seine Grabkammer soll in den Kern der Pyramide integriert werden. Es gibt einen guten Grund. Grabraub ist damals weit verbreitet. Oft sind die Diebe Arbeiter, die Gräber gut kennen. Sie zerstören die Mumien und stehlen den wertvollen Grabschmuck. Die Herrscher wussten, dass diese riesigen Monumente und prachtvollen Grabkammern auch die Aufmerksamkeit von Grabräubern auf sich zogen.
Der Schutz vor Dieben hat höchste Priorität. Später im Neuen Reich wurden Grabräuber sogar gepfählt. Es ging also nicht immer gut aus. Die alten Ägypter glauben, nur ein unversehrter Körper gelangt sicher ins Jenseits. Die Mumie muss daher so gut wie möglich vor Eindringlingen geschützt werden. Snofru befiehlt, dass seine Grabkammer im Kern der Pyramide angelegt wird. Die Zugänge sollen mit Blockierquadern versperrt werden. Von außen sieht man der Pyramide nicht an, wie kompliziert die Planung der inneren Strukturen und der königlichen Grabkammer gewesen sein muss. Eine statische Herausforderung. Der Raum im Inneren muss dem Gewicht der Pyramide standhalten. Falls Nefermat das gelingt, hätte er eine einzigartige Grabkammer erschaffen. Falls nicht, ist das Weiterleben des Königs im Jenseits in Gefahr. In Dahschur besucht Ägyptologe Wassil Dobrev die Kammern in Snofrus zweiter Pyramide, der sogenannten Knick-Pyramide. Der Eingang befindet sich auf der Nordseite, 11 Meter über Bodenniveau. Im Inneren führt ein steiler Gang tief unter die Pyramide. Von einer unterirdischen Kammer aus geht es wieder aufwärts. Wassil Dobrev hat die untere Grabkammer auf Bodenniveau erreicht. Sie ist knapp 4 Meter breit und 17 Meter hoch. Gar nicht so leicht, diesen Ort zu erreichen. Erst geht es 90 Meter in die Tiefe, jetzt sind wir wieder auf Bodenniveau. Über dieser Kammer befindet sich die gewaltige Pyramide. Die alten Baumeister mussten irgendwie verhindern, dass das Gewicht die Kammer zum Einsturz bringt. Und sie fanden eine geniale Lösung. Ein Kraggewölbe soll den Druck des Mauerwerks ableiten. Dabei handelt es sich um eine Deckenkonstruktion aus treppenförmig aufeinander zulaufenden Steinschichten. Der Plan geht auf. Die Kammer hält dem Druck stand. Später setzen sie die Technik dann auch bei der Grabkammer weiter oben im Kern der Pyramide ein. Die Baumeister erkennen, je größer die Grundfläche des Raumes, desto höher muss das Kraggewölbe sein. Das erklärt die bescheidenen Dimensionen der Kammern in der Knickpyramide. Das ist Snofrus Grabkammer. Sie befindet sich etwa 70 Meter unterhalb der Pyramidenspitze. Die Holzbalken, mit denen der Raum einst verstärkt wird, existieren bis heute. Sie sind aus Zedernholz, das nach Ägypten importiert werden muss. Solche Balken befinden sich an allen vier Seiten. Sie schützten den Sarkophag. Im ägyptischen Totenbuch, einer bekannten Sammlung magischer Formeln aus späterer Zeit, steht geschrieben: Verstärke die Wände mit Zedernbalken und begieße sie mit Wasser. So wirst du vor deinen Feinden geschützt. Solche Schutzzauberformeln wurden über Jahrtausende überliefert. Vielleicht wurden sie hier zum ersten Mal angewendet. Offenbar wird alles dafür getan, die Grabkammer des Königs zu schützen. Trotzdem gehen Archäologen nicht davon aus, dass Snofru hier bestattet wurde. Denn der Bau der Pyramide verläuft nicht nach Plan.
Ein architektonisches Desaster. Noch während des Baus bilden sich Risse. Für die Architekten und Ingenieure ging es um Leben und Tod. Immerhin waren sie mit dem Bau der Königspyramide beauftragt. Also versuchten sie alles, um den Bau zu reparieren. Sie dachten sich immer neue Techniken aus, um die Pyramide zu retten. Nefermats Baumeister erkennen, dass der Neigungswinkel zu steil ist. Jeder weitere Stein könnte zum Einsturz führen. Es gibt nur eine Lösung. Sie müssen den Winkel anpassen. Anfangs will Snofru einen 60-Grad-Winkel. Aber die Steine rutschten auf dem Wüstenboden weg. Also lässt er eine Verschalung mit einem 54-Grad-Winkel hinzufügen. Dadurch wäre die Pyramide größer geworden als geplant. Die Probleme bestünden gleichzeitig weiter. Nefermat flacht die Spitze ab. Das verleiht der Knickpyramide ihr heutiges Erscheinungsbild. Das Ergebnis ist nicht vollkommen. Und doch erfüllt die Pyramide ihren vornehmlichen Zweck. Die Knickpyramide hat Jahrtausende überdauert. Der Plan ist aufgegangen. Es war Snofrus erster Versuch, eine Pyramide mit glatten Seiten zu bauen. Und von den etwa 120 bekannten ägyptischen Pyramiden ist sie am besten erhalten. 70% der Verkleidung sind noch intakt. Auch nach 4600 Jahren sieht sie fast noch so aus wie damals. Bei ihrer Fertigstellung ist die Knickpyramide das höchste Bauwerk der Welt. Etwa 12 Meter höher als Snofrus Stufenpyramide in Meidum. Doch der Pharao ist immer noch nicht zufrieden. Er befiehlt Nefermat, eine weitere Pyramide zu bauen. Was mögen die Arbeiter gedacht haben? Sie hatten schon zwei Pyramiden gebaut und jetzt will er eine dritte. Auch Pyramide Nummer 3 soll in Dahschur errichtet werden. Die Arbeiten an den anderen Pyramiden laufen derweil weiter. Drei Großbaustellen zur gleichen Zeit. Das wird bald zum Problem. Es fehlt an Arbeitskräften und Ressourcen. Um die drei Pyramiden fertigstellen zu können, muss der Pharao in andere Länder. Hieroglypheninschriften berichten von erfolgreichen Feldzügen unter Snofru. Snofru fällt im heutigen Libyen und in die Gegend des heutigen Sudan ein und kehrt mit hunderten Gefangenen zurück. Man kann davon ausgehen, dass die Gefangenen in Ägypten Zwangsarbeit leisten müssen. Vermutlich in der Landwirtschaft oder anderen Bereichen, die für den Pyramidenbau wichtig sind. Indem er Gefangene nimmt, stärkt Snofru die Wirtschaft und erhöht die Zahl der Arbeitskräfte. Sklaverei ist in Ägypten seit den frühen Dynastien üblich. Wie die Gefangenen behandelt werden, ist nicht überliefert. Neben den Gefangenen erbeutet Snofru auch Vieh und Rohstoffe wie Kupfer und Stein. Das Vermögen des Königreichs wächst. Dank der Feldzüge kann er die Pyramiden schneller fertigstellen. Davon profitieren auch die hohen Staatsbeamten.
Mitglieder der herrschenden Elite lassen Grabkammern errichten, die mit Szenen aus ihrem Alltag dekoriert werden. Man sieht Bauern bei der Feldarbeit, Hirten mit ihrem Vieh. Aber es finden sich auch Eindrücke aus dem Leben des ägyptischen Adels. Konzerte und Tanzaufführungen, Festmale. Ganz spezifische Details ihres Luxuslebens. Sie haben teure Kleidung, Schmuck. Vor allem aber sind sie frei, ganz im Gegensatz zu den einfachen Bürgern. Mädchen ist inzwischen eine wichtige Persönlichkeit, ein Vertrauter des Königs. Dazu trägt er den Titel Oberhaupt des Palastes der Städte des südlichen Sees. In diesem Palast leben Snofrus Frauen und Konkubinen. Es ist belegt, dass die Frauen des Königs wirtschaftlich unabhängig sind und eigenes Land besitzen. Sie werden also nicht in einem Harem weggesperrt und bewacht. Natürlich erwartet man, dass sie dem König treu bleiben. Aber der Palast der Königinnen war wirtschaftlich unabhängig. Die Frauen, egal ob Konkubine oder Königin, leben zusammen in einem bestimmten Bereich des Palastes. Aber dort sieht es nicht so aus, wie man sich im Allgemeinen ein Harem vorstellt. Es dreht sich auch nicht alles um Sex. Im Grunde genommen sind das einfach die Frauenquartiere innerhalb des Palastes. Die Frauen des Pharaos führen ein Leben in Reichtum und Wohlstand. Und sie verwenden reichlich Make-up. Make-up ist im alten Ägypten weit verbreitet, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Vor allem die Augen werden stark geschminkt, eine Art magischer Schutz. Es hat aber auch ästhetische Gründe. Darüber hinaus werden die Augen so vor Infektionen und Fliegen geschützt. Außerdem mischen sie Fette und Öle mit Gewürzen, Harzen und Blumen, um Parfums mit verschiedenen Duftnoten herzustellen. Ägypten floriert. Und auch eine Karriere ist möglich. Vom einfachen Schreiber zum Vertrauten des Königs. So wie bei Mädchen. Und all das nicht zuletzt wegen des Pyramidenbaus. Die Arbeiten an Snofrus dritter Pyramide kommen gut voran. Nach etwa 18 Jahren Bauzeit steht sie kurz vor der Fertigstellung. Heute wird sie die Rote Pyramide genannt. Dabei sind die Steine eher gelblich. Aber wie man sieht, haben sie eine rote Schicht, die die Pyramide manchmal rot erscheinen lässt. Damals sah die Pyramide allerdings ganz anders aus. Zu Snofrus Zeit hatte die Pyramide eine makellose, blendend weiße Oberfläche. Die Rote Pyramide ist die erste ihrer Art. Perfekt geometrisch, mit glatten, geraden Seiten. Wie bei vielen Pyramiden werden die Steine der äußeren Schale im Laufe der Geschichte entfernt und woanders wiederverwendet.
Dieser Block hat einen 43-Grad-Winkel. Er muss Teil der Oberfläche gewesen sein. Damals war die ganze Pyramide mit glitzerndem weißem Kalkstein bedeckt, wie steingewordenes Sonnenlicht. Endlich hat Snofru bekommen, was er will. Die rote Pyramide ist die erste mit glatten Seitenwänden. Sie wird tatsächlich noch während Snofrus Herrschaft fertiggestellt. Wir vermuten, dass der König dort bestattet wurde. Snofru und sein Baumeister Nefermat haben die Stufenpyramide zu einer echten geometrischen Pyramide weiterentwickelt. Wegen dieser genialen Idee ist Snofru bis heute unvergessen. Man kann sich gut vorstellen, wie die Baumeister und Arbeiter der Roten Pyramide zufrieden ihr Meisterwerk betrachten. Sie haben die perfekte Auferstehungsstätte für ihren Pharao geschaffen. Mit der Roten Pyramide bricht Snofru ein weiteres Mal seinen eigenen Rekord. Sie ist noch größer und höher als die Knickpyramide. Für die drei Pyramiden des Snofru verbauen die Arbeiter über 3,4 Millionen Kubikmeter Stein. Es hatte wohl niemand einen so hohen Kalksteinverbrauch wie Snofru. Lange hielt man es für unmöglich, dass ein König so viele Pyramiden bauen ließ. Ägyptologen glauben, dass Snofrus Herrschaft zwischen 25 und 40 Jahren dauert. Seine Regierungszeit wird das Land nachhaltig prägen. Die Leute denken beim Thema Pyramiden vor allem an die baulichen Herausforderungen. Aber sie haben die gesamte altägyptische Wirtschaft und Gesellschaft verändert. Mit den großen Pyramiden verändert sich das ganze Land. Unter Snofru vergrößerten sich das Land und der Verwaltungsapparat. Für die königliche Familie wurde es schwieriger, alles zu kontrollieren. Snofrus Pyramiden verändern die Gesellschaft. Es muss eine Infrastruktur geschaffen werden für den Transport der Steine. Nie wurden mehr Steine bewegt als zu Snofrus Herrschaft. Hinzu kommt die Gründung der landwirtschaftlichen Güter. Vor allem im nördlichen Niltal entstehen neue Städte und große Anbauflächen. Und alles nur, um die riesigen Pyramidenkomplexe zu unterhalten. Als Snofru stirbt, folgt ihm sein Sohn Cheops auf den Thron. Wie sein Vater wird er den Pyramidenbau zu neuen Höhen führen. Während Snofrus Regierungszeit wird die Pyramidenbautechnik maßgeblich entwickelt und statische Probleme gelöst. Ohne Snofru hätte Cheops nie die größte Pyramide aller Zeiten errichten können.